Seid herzlich gegrüßt zu der nächsten Folge Praise Sigmund. Es ist schon der 10. Teil. Ja. Jetzt müssen wir also durch, nachdem wir hier mit dieser hübschen, tätowierten und gepiersten Dame gequatscht haben. Ich gehe nochmal gucken. Ist sie überhaupt gepierst? Nö, die ist gut gekleidet, finde ich. Aber nicht lang schnacken, durchs Portal gehen und weiter gucken, was passiert. Oh, weia. Hä? Versteckter Plan. Okay, jetzt haben wir ja auch einen Namen für die Folge. Für den versteckten Plan. Felloweed's right. The Keeper's in here somewhere. And if the Keeper's here, Jen's here. Okay, kann ich mich denn irgendwie noch aufladen? Ach, du liebes bisschen. Da draußen kann man ins Weltall gucken. Das heißt also... Übersetz mal bitte. Laborsektor 1b. Okay, das heißt also, hier geht's in ein Labor rein. Was mache ich denn jetzt am besten? Schon mal sehen, was die Idee vor die Füße. Okay, hat ja wunderbar geklappt. Das Ding müsste ich auch irgendwann mal aufladen. Ach, apropos aufladen. Nein, kann man aufladen. Geht aber aus dieser Distanz nicht. Shit. Mal gucken, was es hier noch alles gibt. Ah, die Mucke passt. Die Mucke passt, liebe Leute. Mann! Ach so! Ich dachte, das wäre was zum Aufladen. Ja, so kann das auch gehen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um. Wow. Okay, hier wird was gescannt. Okay. Das da drüben ist auch ein Scanner. Ah ja. Hier kommen wir nicht rein, ist klar. So, gucken wir mal hier, was hier ist. Kann ich hier die Teile hier ausschalten? Die müssten sich ausschalten lassen. Wo ist mein Vogel? Ja, du hockst hier rum, alles klar. Aha, da. Wunderbar. Das ging fix. Besonderes. Flavor-Instrumente. Aha. Das sieht gefährlich aus hier. Das sieht gefährlich aus. Kann ich mich keep. What do you have to accomplish, human? Come back, you coward! Okay. Schon mal ein Wächter. Oh, ho, ho, ho. What the heck? Hängt da eine Waffe rum, der Gute? Was heißt das? Kann ich die so nehmen? Nö. Wahrscheinlich hier aus dem Trägerstrahl entfernen. Aha, das ist die neumodische Waffe. Da gehe ich noch nicht durch. Mhm. Dann ist wahrscheinlich im Nebenraum. Ja, das Energiefeld. So, dann nehmen wir dich mal wieder. Okay, bin schon gut aufgeladen. Aha, das ist gut. Für meine Big Weapon. Oh! Ja, super! Nicht gut. Und gleich ist hier Alarmstufe Rot angesagt. Shit.
ist das Vieh? Das sieht man im Dunkeln nicht. Achso. Jetzt ist es hin. Oh. Wow. Na, war ja klar, dass das hier irgendwie gesichert und geschützt ist. Oh Mann. Na, dafür gibt es hier wieder einen Hauch von Leben. Ja, was ist denn hier los? Hier endet die Energiegeschichte oder was? Hm. Zurück. Alles klar. Der eine Strahl ist weg. So. Dann gucken wir mal, ob hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Naja, das Ding ist gepanzert. Da passiert noch nicht viel. Das heißt also, wir werden von hier aus. Das Ganze machen. So. Wenn hier die Alarmglocken leuchten. Leuchten, sag ich. Die Alarmglocken gehen, muss doch irgendwo ein Schalter sein, um den Alarm zu deaktivieren. Wohl eher nicht. Hm. Naja, muss ich halt eben riskieren, dass er mich. Anhauchen lassen. Shit. Und jetzt ist die Waffe hier. Oh ja. This'll do some damage. Shit, ich kann nirgendwo flüchten. Ja, das Ding haut rein, hat er recht. Aber was ist denn das für ein Vieh? Schleimscheißer oder was? Die Schleimscheißerwaffe oder was? Das hört einfach nicht auf hier. Wo bist du denn? Ja, super. Nah am Sterben. Ja, also. Gucken, wo kommen wir denn hier an? Ah, gibt's ein paar Waffen? Oh, thank God! Eloide was right! Was? Was ist das? Das sind zwei Stühle. Wo? Gibt's nicht. Jen ist da. Zerlegung der menschlichen Genstruktur. Nein. Was kann ich denn hier ändern? Kann ich hier was ändern? Jägermeldung an Proteinverarbeitungszentrum. Das habe ich jetzt ausgelöst. Ich bin jetzt völlig durcheinander. Was ist los? Ja, ich weiß. Was soll ich denn hier machen? Ich will mir diese gräuslichen Kinofilme hier nicht angucken. Oh Mann. Wo muss ich hin? Muss ich wieder zurück? Scheiß Teil. Ah, hier. Aha, ich kann sogar was schmeißen. Ah. Wo ist er denn? Okay, ein Schuss und... Weg ist es. Okay. Ah, hier gibt es noch ein paar Weapons.
gerade mal sicherheitshalber wieder was aufladen, aussaugen. Das ist Eis, ist das. Was haben wir denn hier? Kraftfeld aktiviert, deaktiviert. Sehr gut. Mann, ist das. Thrill-taking. Ich gehe mal wieder hier auf meinen meine Grünspritze. Ach, das ist. Es kann sein, dass wieder hier was in Entfernung ist. Und zwar. Schaute mal für mich vor, Vögelchen. Ach, da oben. Ja. Ach, shit, ja. Pass mal. Ah, shit, falsche Taste hier drückt. Ja, so kann das gehen. Völlig überwältigt ist man hier. Ach, Mist. Jetzt geht's hin. Sehr gut. Das Ding ist alle. Dann müssen wir dich hier nehmen. Perfekt. Wo geht's denn hier lang? Okay. Was passiert hier? Aha. Hier dreht sich was. Verstehe, okay. Dich noch mal rum, gehen auf die andere Seite. So, bist du jetzt auf? Ja, alles klar, so verhält sich das. Wow, clever the Ness, würde ich mal sagen. Also rein. Ja, wir hier in Spirit Mode, hier durch. Und ja, gucken, geht zu. Einmal eine Runde drehen. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite Obacht machen. Ah ja, hier kann ich mich wieder saugen. Ich habe Eis gesogen. Ich werde mal hier was Rotes saugen. Kann ja sein. Ah, hier noch ein Kraftfeld. Also, durchgehen hier. Was bist du für einer? Hä? Ist hier wieder so ein Drehportal? Sieht so aus. Mal wieder zurückdrehen. Wenn ja, wohin dreht er sich dann? Gehen wir erstmal hier gucken. So. Also. Aber wieso denn das Drehportal auf der Seite ist, verstehe ich nicht. Dreht sich wahrscheinlich in mehrere Stellungen, kann das sein? Dann versuchen wir das mal. So. Gucken wir uns mal an, ob wir hier reinkommen. Stehe ich da? Ich schwebe da, alles klar. Schön. Okay, einmal, zweimal. Jawoll! Noch mehr. Tschüss. So, hier habe ich nicht mehr viel. Haha, jetzt haben wir wieder hier diese lustigen Kästen. Portalkästen. Kommen wir gleich mal durch. Okay. Ammunition.
Sehr gut. Ammunition. Und jetzt, was passiert hier? Hold on! Just stay awake, baby. I'll be right there. Okay. Lust habe ich nicht. Oh Mann. Kram. Was liegt denn da für ein Heinz rum? Da liegen welche in Kammern. Ach, da kommt auch noch Dampf raus. Na, Kühlkammern. Mhm. Mensch, tiefgefroren. Ach, hier gibt es noch irgendwelche Peoples. Mal gucken. Oh, ich habe mehr Schuss. Das ist ja scheiße. Schmeißen. Genau, kaputt. Oh. Shit! More robots! Ach, das meint er. Gucken. Ich will jetzt einfach noch einen nachschmeißen. Hey. So, mal gucken, was haben wir denn hier für Eingabeelemente? Aha, Konstruktionspläne dieser blöden Roboter hier. Immer aufpassen. Ich muss mir auch angewöhnen, für dieses Spiel nicht so heftige Bewegungen zu machen. Und wenn du dann so aufschreckst, dann kann man das ja nicht verhindern. Ich glaube, hier geht es irgendwo weiter. Weil deswegen bei so gewissen Szenen werde ich das mir angewöhnen. I hate these fucking robots. Oh! Ja, super klasse. Alter Schwede. Die quietschen auch so komisch. Vielleicht kann ich ja hier. Ah, Mist, nicht getroffen. Ich hasse die auch, die Teile hier. Okay, gut. Das waren zwei. Na klasse, hier gibt es wieder leuchtende Magnetwände. Und hier geht's ganz tief runter. Oh, ho, ho. Hier komme ich nicht durch. Das sind Kraftfelder. Ergo. Opergo, was jetzt? Also wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich doch nicht hoch. Das geht ja nicht. Augen auf. Jawohl, jetzt dürfen Kraftfelder deaktiviert sein. Beim Straßenverkehr hätte ich beinahe gesagt, aber besser gesagt im Prey-Verkehr hier. Utsch, wir sind nach oben gefallen. Okay. Okay, jetzt ist er nach da gefallen. Okidoki, jetzt sind wir auf der anderen Seite. So, was hast du mir hier? Kraftfeld deaktiviert. Okay, da brauchen wir also nichts zu machen. Da bin ich ja eben im Spritmodus rüber. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Mhm. So, überlegen, wir müssen in die Mitte oder was? Aha. Stopp, das war knapp. Hier ist was. Okay, also schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Das sieht gut aus. Nicht so gut.
Nein, nicht hauen! Das Ding hier bitte. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, whoa, whoa, fucking hell! Was ist das jetzt gewesen? Oh, weia. Ist das hier ein dumpfer Dunst? Das schmeckt auch irgendwie nicht nach Erdbeere, obwohl er rot ist. Der Dunst. Okay, was haben wir hier? Yes, Sir, alles klar. Schmeiß mich mal um 180 Grad nach unten. Hier runterspringen oder was? Ist aber gar nicht so untief hier. Okay, haben wir geschafft. So, dann haben wir hier einen. Ach, hier, guck mal. Wunderbar. Mal ein bisschen was zu holen. Gucken wir mal weiter. Ja, das ist aufmerksam. Hier muss man echt aufmerksam sein. Was jetzt? Wo geht es weiter? Hier ist ein Gang. Hier ist verschlossen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Kraftfeld habe ich nicht deaktiviert. Stand da was drüber? Nee. Hm. Lassen wir den Schalter mal unten. Clever, clever. Weiß ich leider nicht, was der Schalter bewirkt hat. Aha! Hat der jetzt das hier bewirkt? Fragezeichen. Keeper! Nein! Matrix hier, diese ganzen Vakuolen mit diesen neuer Wesen drin. Fuck. Alter. Kann man das besser sehen? Ah, okay. Ja, Keeper, Keeper. Creepers, Peepers, what do you mean those Peepers? Große Frage. Gibt's hier irgendwo? Nein. Eventuell hier. Nochmal. Ja. Alter Schwede. Ja. Welcome to the Matrix. Also fast. Kann hier runter. Mann. Okay. Wie viele denn noch von diesen Hate Those Robots? Aha. Kommt noch eins Löcher hier.
Okay, weiter. Was war's da schon? Okay, hier gibt's noch ein Portal. Aber auch sowas Lustiges, ne? Die Mutter, die gibt mir auch noch immer Hilfe oder sowas. Oder ist sie nur besonders berserk? Wenn sie mich quälen will wegen Jen. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde mal sagen, auch diese Folge beenden wir mit Jen. So wird die nächste Folge heißen, liebe Leute. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, zu Ende geguckt habt. Schreibt Kommentare, gebt einen Daumen. Ich verabschiede mich, euer David. Tschüss.